Grundsätzlich sind alle Literaturstellen bzw. Quellen zu belegen, die der Verfasser wörtlich oder sinngemäß aus anderen Arbeiten übernommen hat. Dabei unterscheidet man zwischen indirekten und direkten, also wörtlichen Zitaten. Ein wörtliches Zitat erkennt man an der Verwendung von Anführungszeichen im Text. Der zitierte Text wird 1:1 vom Original übernommen. Dabei dürfen allerdings keine Fehler wie Tippfehler entstehen. Kurze Zitate, also nicht mehr als 3 Zeilen, werden nur unter Anführungszeichen gesetzt. Längere wörtliche Zitate müssen aber eingerückt werden und werden dann meist ohne Anführungszeichen geschrieben. Das wird dann Blockzitate genannt. Bei wörtlichen Zitaten ist die Quelle zu zitieren und es muss auch die Seitenzahl des Zitats wiedergegeben werden. Ist der Text sehr lang, kann auch ein Teil vom Text ausgelassen werden. Dabei darf der Sinn jedoch nicht verfälscht werden. Auslassungen kennzeichnet man durch 3 eingeklammerte Punkte. Bei einer Auslassung von einem oder mehreren Sätzen gehören 4 Punkte angeführt. Einfügungen werden in eckigen Klammern angegeben. Hervorhebungen im Originalzitat sind zu übernehmen, können jedoch angepasst werden. Indirekte Zitate geben den Inhalt des Autors in eigenen Worten wieder und zeigen, dass man sich damit auseinandergesetzt und es verstanden hat. Auch wenn die Aussagen sinngemäß übernommen werden, müssen sie dennoch belegmäßig nachgewiesen werden. Der Nachweis erfolgt in einer Klammer hinter dem Zitat. Zitate müssen grundsätzlich unmittelbar sein, das heißt, dem Originalmaterial entstammen. Das Zitat Autor ja ist ein Kurzbeleg und wird direkt nach dem zitierten Text eingefügt. Es ist auch möglich, das Zitat in die Fußzeile der Seite zu geben und mithilfe einer Fußnote diese zu verbinden. Die Kennzeichnung muss aber in der ganzen Arbeit einheitlich sein. Das Wort Plagiat wird in urheberrechtlichen und hochschulrechtlichen Aspekten angewandt. Am besten lässt es sich durch folgende Beispiele erklären. Hier haben wir die Originalpassage. Still, the telephone was only a convenience, permitting Americans to do more casually and with less effort what they had already been doing before. The telephone was a convenience, enabling Americans to do more casually and with less effort what they had already been doing before. Hier wird nicht ersichtlich, dass die Wörter und Ideen von einem anderen Autor stammen. Der Leser glaubt, er lese die Gedanken des Autors. Die Wörter und Ideen wurden aber gestohlen. Variante 2. Daniel J. Boston argues that the telephone was only a convenience, permitting Americans to do more casually and with less effort what they had already been doing before. Zwar wurde hier die Quelle genannt, es handelt sich dennoch um ein Plagiat. Das Original wurde wörtlich zitiert übernommen, ohne dass es als Zitat kenntlich gemacht wurde. Es fehlen die Anführungszeichen. Und die letzte Variante. Daniel J. Boston has noted that most Americans considered the telephone as simply a convenience. An instrument that allowed them to do more casually and with less effort what they had already been doing before. Hier findet man neben dem Verweis auf den Autor auch eine genaue Kennzeichnung der wörtlich übernommenen Stellen. Also ist das hier kein Plagiat.